Das ist er, Bernd. Sieht aus wie ein Hängebauchschwein, ein Zwerghängebauchschwein. Aber in dem Kleinen steckt eine ausgewachsene Wildsau. 2 Wochen lang flitzte er mutterseelenallein in Wald und Feld umher, bis er hier im weichen Stroh bei Silke Philipp Odermatt landete. Er ist schon viel zutraulicher geworden. Die ersten 2 Tage, da hat er ja nur hier im Strohhaufen geschlafen. Ich denke mal, das war alles aufregend für ihn. Und er hat nicht gefressen, wenn man hier war. Er kam nicht, er ist nur gerannt, wenn man hier rein. Und jetzt kommt er ja schon viel näher. Entwurmt ist er nicht, kastriert auch nicht. Wo er herkommt, ein Rätsel, denn er ist auch nicht gechippt. Wahrscheinlich wurde Bernd ausgesetzt, vermutet seine neue Besitzerin. Dass vielleicht einer die Auflagen mitgekriegt hat, die eben mit der Schweinehaltung verbunden sind, die ihm zu viel waren, hat gesagt, wir machen mal so einen Ausflug 100 Kilometer in Vogelsberg und dann schlag dich mal durch die Büsche. Das hätte böse enden können fürs kleine Wutz. Dass vor Lingelbach ein Zwergschwein sein Unwesen treibt, war die Nachricht in örtlichen Chatgruppen. Aber fangen ließ der schnelle Bernd sich nicht. Das wollen wir mal sehen, dachte sich Förster Andreas Weber und machte sich auf die Jagd mit seinem Angelkescher. Hier in diesem Bereich, da hat er so sich schön reingelegt und das Reisig auf sich geschoben. Und da hat man es gar nicht gesehen. Ja, also, dann ist er Gott sei Dank aufgestiegen und da haben wir es gleich erkannt, hat die auch weiße Füße. Und dann ist's aus mit der Freiheit. Das hat mich eigentlich auch gewundert, dass das so lange hier draußen das überlebt hat. Weil Füchse, die sind ja eine Gefahr für so kleine Schweine oder auch die Wildschweine. Wenn die so ein Fremdling dann, das ist ja ein Fremdling hier praktisch, die würden das auch auffressen oder mindestens mal totbeißen. Hat er viel Glück gehabt. Auf dem Hof von Silke Philipp Odermatt leben eigentlich Alpakas und Lamas. Zwergschweine hatte sie aber auch schon mal, also brachte man Bernd zu ihr. Ja, der Förster und ein Jäger standen vor der Tür und fragten, ob ich ein Schwein wollte. Und ich dachte natürlich an ein geschossenes Wildschwein. Und habe gesagt, nee, tut mir leid, die Gefriertruhe ist voll. Und nee, klein und im Sack. Als sie in die Schweinsäuglein blickte, war klar, der Junge darf bleiben. Mittlerweile kennt sie ihn schon besser und lernt langsam seine speziellen Essgewohnheiten kennen. Ich habe jetzt Steckrüben gekocht, Kartoffelschalen gekocht. Man muss also ein bisschen aufpassen, dass das hier nicht einreißt und ich werde hier noch die Köchin vom Hof für ein Schwein. Also da muss man mal so ein bisschen gucken. Bis Februar muss Bernd noch in Quarantäne bleiben. Nicht wegen Corona, wegen der Schweinepest. Dann soll er zu den Kaninchen ziehen und Freiluftschwein werden. Da ist auch Platz genug für 2 Schweine. Er braucht ja einen Kumpel oder eine Kumpeline und die können sich dann hier austoben. Das wird dann hier in einem Tag wahrscheinlich ein Acker sein. Aber ist halt so. Ist halt ein Schwein. Bis dahin lässt er sich die Ohren kraulen. Heute zum ersten Mal übrigens und gleich vor der Kamera Free-TV-Premiere. Und er hat so zuckersüße Ohren. Sind weich wie Sand, ehrlich. Ein herrliches Schwein. Der schnelle Bernd weiß halt, hier hat er saugut.